Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Fotospaziergang im Herbst. Ich würde jetzt mal sagen, hallo, hallo und willkommen zum Fotospaziergang im Herbst, Teil 2. Noch keine 5 Minuten vergangen und ich habe schon wieder was dazugelernt. Bart und Mikrofon vertragen sich überhaupt nicht. Ja, eine Woche später, neuer Fotospaziergang, diesmal ziemlich schön, ziemlich bunt. Zwar noch lange kein Sonnenschein, aber zumindest keine 3 Grad mehr und Nebel und ja, grausig war es. Eine Woche später, neue Hardware, also neues Handy, mit dem ich jetzt hier auch filme. Bessere Kamera hoffentlich, auch Bildstabilisator. Ja, mal schauen, was man damit alles machen kann. Und neben mir rauscht gerade der Bach. Mal sehen, steht drauf, das Teil ist wasserfest oder wasserdicht sogar. Ich glaube, das war mal im Wasser versenken. Ja, lass dich überraschen. Neuer Fotospaziergang. Bin wieder in der Raab gelandet. Mal sehen, was diesmal ist. Diesmal ist es zwar wärmer, allerdings es geht der Wind. Es ist noch immer ungemütlich kalt. Das beste Wetter zum Fotografieren. Also viel Spaß beim Video. Ciao. Es geht schon los mit dem ersten Tipp. Warte mal, gleich ein cool Weitwinkel. Hier ist so eine, ja, ist was rausbetoniert. Und solche Plateaus mitten im Wald, da reicht auch oft ein Baumstamm oder so, sind optimal, um so richtig auf Augenhöhe zu gehen und nahe ran an den Waldboden zu kommen. Ich zeige euch hier mal ein paar Fotos. So, ich stehe hier am Wasser. Ja, ich werde jetzt das Handy versenken. Mal sehen, wie das wird. Einfach rein ins Wasser, weil ich befürchte wahrscheinlich, das Handy wird es überstehen, aber meine Finger werden eher darunter leiden. Mal sehen. Ja, das macht Spaß. Ich denke mal, ja, ich würde sagen, am Ende vom Video blende ich wieder mal ein bisschen Footage ein. Ich glaube, ich werde das Telefon noch ein paar Mal versenken. Das macht richtig Spaß. Ist wirklich spannend. Ziemlich frisch. Ja, was wollte ich gerade sagen? Also, das neue Handy macht echt Spaß. Mein altes Handy ist zwar nicht alt, aber ja, also von der Bauweise her 6 Jahre alt. Ich habe es noch nicht so lange. Aber das neue Teil macht echt Spaß. Also, Weitwinkel, Unterwasser, ziemlich geile Bildqualität. Ich glaube, das macht richtig Spaß. Ja, Smartphone-Fotografie. Immer mehr. Warum? Weil, ja, das Teil habe ich einfach immer mit und ist ein Arbeitsgerät für mich. Also ganz normales Arbeiten, Social Media und so weiter, ganz normal. Und ja, natürlich auch Fotos und Videos für unterwegs. Der Bildstabilisator beim Selfie fehlt mir ein bisschen, aber die Frontkamera ist geil. Würde ich das Handy oder die Handykamera wirklich tauschen mit meiner großen Kamera? Nee. Ah ja, der Vorteil ist, ich habe halt immer alles dabei und gewisse Schnappschüsse gehen. Größere Sachen mit größerer Hardware. Boah, der Winter rauscht hier. Sieht und hört man das? Fies. Ja, Spiegelreflex bleibt Spiegelreflex. Wechselbare Optik bleibt wechselbare Optik. Für jeden Anwendungsbereich das passende Teil dann und ja, für unterwegs halt Handy. Also das zahlt sich wirklich aus. Ich nehme die Kapuze nicht ab, es ist zu kalt. Ah, ja, voll coole Sache. Also zuerst bin ich diesen Weg heruntergegangen und habe nicht wirklich viel gefunden. Und jetzt beim Zurückgehen, den gleichen Weg, muss ich da stehen bleiben. Also ja, auch ein Tipp, wenn du eine Wanderung machst oder spazieren gehst, geh vielleicht einfach mal den gleichen Weg, einmal hin, einmal zurück.
Und ja, aus einem anderen Blickwinkel findet man oft deutlich mehr. Viel Spaß, weitermachen. Ist ja gerade aufgefallen, hier bei diesen kleinen Pilzen da unten, so ein ganz ein kleiner Holzstock mit coolen Pilzen. Ja, was ich vorher noch sagen wollte, also Smartphone-Fotografie macht echt Spaß. Hat nur einen Nachteil, die erste Bildbearbeitung, die wirklich große, findet schon in der Kamera statt, also im Handy statt. Und ja, je nach Hersteller sind die sehr kreativ. Hier bei dem letzten Foto, das ich gemacht habe, ja, also ich hätte so nicht bearbeitet, sagen wir mal so. Trotzdem gefällt es mir irgendwie. Ja, ist mal was anderes. Kreativ arbeiten, anders arbeiten, war ganz cool. Bei Schönwetter fotografieren kann nicht jeder, ja. Bei solchen Verhältnissen, es ist zwar relativ schön, es wird ein bisschen schöner hier dargestellt, aber ja, es ist schon eine Herausforderung. Richtige Challenge. Hey, so. Ich habe schon gemerkt, am Ton muss ich definitiv arbeiten. Vielleicht hast du ja einen Tipp für ein, ja, Bluetooth-Mikro hätte ich gerne. Das wäre was Feines. Bisschen weg hier und, ja, cool. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt am Wasser. Und da hinten habe ich noch, wo sieht man es? Da am Boden filmt noch jemand mit. Ja, ich bin jetzt am Wasser und werde jetzt, hey, das Handy versenken. Und da hinten sehe ich gerade, bekomme ich Besuch. Okay, weil heute gibt es nur Selfie-Videos mit dem Handy. Okay, ja, coolerweise, der Wasserstand ist, ich würde sagen, was, zumindest ja da, deutlich niedriger als vor einer Woche. Das heißt, hier sieht mehr Boden raus und das bedeutet das auch, ich kann ins Wasser reingehen. Sehr cool, ja, ich bin mal gespannt. Aber ich befürchte, für die Finger wird es ein bisschen frisch. Mal sehen, lass dich überraschen. Ziemlich coole Sache. Ja, das macht echt Spaß unter Wasser. Wow, das Licht besser hier. Ja, macht Spaß, sieht toll aus. Bin positiv überrascht über die Bildqualität unter Wasser. Ziemlich spaßiges Teil. Ja, und dass du aufpassen solltest, wenn du eine Handyhülle, ein Handycover verwendest, eine Schutzhülle. Ja, die läuft auch mit Wasser voll, also ich würde dir raten, auch wenn der Hersteller sagt, keine Ahnung, 1-2 Meter wasserdicht, das Ganze dann doch zu trocknen und sauer zu halten. Okay, ja, ich spaziere jetzt weiter. Voll schöner Tag heute. Ah, ich muss dir gleich ein Foto einblenden. Coole Wolkenstimmung. Weiter geht's. So, ich bin jetzt noch direkt am Wasser. In, ja, nicht mal einer Stunde geht die Sonne unter. Also wie schon gesagt, ich bin heute zum Glück ein bisschen früher dran. Und dann möchte ich noch was ausprobieren. Ich bin gespannt. Also auf YouTube habe ich schon einiges gesehen über das neue Telefon. Und ja, mal sehen, ob das auch wirklich so funktioniert. Bin gespannt. Okay, bis später. So, ich lasse hier ein Zeitraffer-Video laufen. Perfekt, die Powerbank beschwert mir das DJI Osmo. Ja, ich habe ja noch... Es ist hier oben eine Stunde und das soll ja hoffentlich funktionieren. Von hier nach hier und dann nach hier bis zum Sonnenuntergang gehen. Bin schon gespannt. Ich werde in der Zwischenzeit ein Buch lesen. Ja, wie schon gesagt, ich warte jetzt noch, bis die Sonne untergeht. Dauert nicht mehr lange und wollte jetzt noch schnell einen Tipp mitgeben. Und zwar vor allem, was ist das? Für die wirklich kalte Jahreszeit und ja, gilt auch für den Sommer, wenn es feucht ist. Ich mache das immer so, dass ich meinen Rucksack so packe, dass genug Platz ist noch, dass ich mich draufsetzen kann. Sieht dann so aus. Und ja, Popo warm, Körper warm, ganz einfach. Ja, heißer Tipp, das funktioniert auch im Sommer oder wie schon gesagt im Sommer und wenn es feucht ist. Wenn du ein Model-Shooting hast und du willst das Model nicht, ja, in das Nasse reinsetzen, da geht zum Beispiel eine Klarsichtfolie sehr gut. Kleiner Insider-Tipp. Nutzt die Chance. Und ja, warm anziehen. Es ist eiskalt noch immer. Aber der Wind hat zumindest aufgehört. Für mich ist das gleich vorbei. Halbe Stunde noch. Ja, in der Zwischenzeit. Also die Sonne geht hier hinten schon unter. Es wird schon dunkel. Und ja, es ist kalt. Es ist richtig kalt. Vor allem das Warten ist spannend. Ich habe jetzt noch schnell zwei Panoramas gemacht mit dem Handy.
einmal ein normales Panorama, das siehst du hier, und einmal mit dem Weitwinkel. Und ja, das Weitwinkel ist deutlich dunkler und ja, Bildqualität ist bescheiden. Ich denke allerdings, dass ich hier beim Foto- und Videomaterial noch einiges rausholen kann. Oh, kalt. Was im Hintergrund? Da. Oh, da hinten läuft das noch. Bald ist es geschafft. Oh, kalt. Oh. So, kurzer Kamerawechsel. Ich hoffe, das funktioniert mit Bild und Ton. Ja, Timing ziemlich genau erwischt mit dem Timelapse. Weil da hinten, da oben, siehst du ihn? Die Nachtschicht fängt an. Kollege Mond kommt. Jetzt geht's weiter nach Hause. Ins Warme. So, jetzt ist es wirklich soweit. Boah, die Lippen sind schon eingefroren. Ja, es geht jetzt Richtung zurück ins Studio. Und es ist dunkel. Und ja, der erste Test zeigt jetzt schon, die Selfie-Kamera schwächelt schon ein bisschen. Jetzt wird's spannend. Tja, erkennen wirst du mich nicht mehr wirklich. Belichtung geht noch mehr nach oben. Ja, zur ganzen Smartphone-Fotografie. Also egal, ob da auf der Rückseite ein Apfel draufsteht oder keine Ahnung, welcher Hersteller, vollkommen egal. Ganz einfach, besorg dir ein aktuelles Modell und ja, have fun, probier aus, arbeite kreativ. Komplett egal, welcher Hersteller, also diese ewige Thematik. Gleich auch wie bei den Spiegelreflexkameras oder sonstigen Geräten. Hey, ich suche für dich das richtige Gerät aus und ja, es passt. Ganz einfach. Videotest mit dem normalen Objektiv. Weitwinkel. Und das Ganze als Foto 3 Sekunden belichtet im Handy. So. Du musst mir jetzt einfach glauben, dass ich noch im Bild bin. Es ist 17 Uhr, Mitte November. Eiskalt, Zappenduster. Und ja, ich würde sagen, Schluss für heute. Es folgen noch ein paar Video-Footages und ja, ein paar Fotos und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.